Wenn du am Rand des Abgrunds stehst, musst du sicher gehen, dass der nächste Schritt in die richtige Richtung ist. Das sind nicht meine Worte, sondern die des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres zur Klimakrise. Direkt hinter uns ist der Abgrund. Und der Schritt, den RWE gehen will, ist nicht in die richtige Richtung. Lützerath soll diesen Herbst für den Abbau von Braunkohle vernichtet werden. Im Tagebau Garzweiler sollen nach Plänen RWEs noch 650 Millionen Tonnen Braunkohle, der dreckigste Energieträger, abgebaut werden. Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, sind schon 100 Millionen Tonnen Kohleverbrennung zu viel. Mehr als das Sechsfache soll dennoch verfeuert werden. In Lützerath wird die 1,5-Grad-Grenze verteidigt. Weiter Kohle zu verstromen, bedeutet Millionen Leben zu bedrohen. Hier vor Ort, aber in noch stärkerem Umfang, Menschen in ehemals kolonisierten Ländern. Die Auswirkungen der Klimakrise zeigen sich deutlich. Hier vor Ort, gerade brennen Wälder in der Türkei und in Griechenland. Die Flutkatastrophe hier in NRW forderte vor wenigen Wochen über 100 Leben. Viele von uns haben dramatische Bilder davon gesehen. Die Länder des globalen Südens leiden unter diesen drastischen Folgen schon seit Jahrzehnten. Allein in 2018 wurden in Äthiopien, Somalia, Südsudan und im Sudan fast 1 Million Menschen aus ihrem Zuhause durch Extremwetterereignisse vertrieben. Weltweit sind es jährlich etwa 20 Millionen Menschen. Wir müssen unsere Lebens- und Wirtschaftsweise grundlegend verändern, statt weiter ein System zu dulden, das die Grundlagen des Lebens weltweit zerstört. Deshalb sind wir hier. Wir setzen uns menschenfeindlichen Zuständen mit buntem, liebevollem Protest entgegen. Yeah. Wir glauben, dass eine gerechte und solidarische Welt möglich ist und suchen zusammen Wege dorthin. Ab 1. Oktober dürfen hier wieder Bäume gefällt werden. Zum 1. November soll Eckhard Heukamp, der letzte Landwirt in Lützerath, enteignet werden. Dann würde das ganze Dorf RWE gehören. Es soll vollständig zerstört werden. No go! No go! Wir müssen die 1,5-Grad-Grenze und das Pariser Klimaabkommen verteidigen, damit die Klimakatastrophe nicht noch weiter befeuert wird. Doch wenn Lützerath fällt, kann diese nicht eingehalten werden. Das werden wir nicht zulassen. Wir sind eine widerständige Region, die Saat-Rheinland, eine Zone, die zu verteidigen ist. Wir werden in Baumhäusern, auf der Straße und im Hüttendorf Lützerath verteidigen. Wir brauchen euch hier. Zusammen werden wir die Bagger stoppen. Diesen Herbst. Lützerath zu retten, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein wichtiger Schritt. Lasst uns zusammen diesen Schritt gehen und das Zeitalter der Kohle endlich beenden. Ja.